Beim TSV Eintracht Karlsfeld stehen die Zeichen voll auf Aufstieg. Man ist aktuell in der Landesliga Südost erst mit 44 Punkten und hat sich jetzt mit vier neuen Leuten verstärkt. Darunter Thomas Mitsakos, der von der U19 der Münchner Löwen kommt. Leon Richter kommt von der U19 des FC Deisenhofen. Auch er hat schon NLZ-Erfahrung. Und Pascal Sattelberger, er hat auch NLZ-Erfahrung. Er spielte 6 Jahre lang beim SC Freiburg, kommt vom SV Oberachern. Und er ist vielleicht einigen bekannt, als er Niklas Süle im aktuellen Sportstudio an die Torwand schoss. Herr Sandberger, einen schönen guten Tag. Servus. Und herzlich willkommen hier in München. Vielen Dank. Was treibt Sie so hierher? Warum sind Sie jetzt nach Karlsfeld gegangen? Ich habe im Oktober hier mein Studium begonnen und habe jetzt so langsam wieder nach einem Verein gesucht. War dann mit einem Kumpel, der mit mir zusammen studiert. Der hat mich mal mitgenommen ins Training. Und ja, die Truppe und alles hat mir sehr gut gefallen und jetzt habe ich mich dazu entschieden, nach Karlsfeld zu gehen. Was sind dann so genau die Gründe? Also Sie kommen aus Oberachern, die haben in der Oberliga gespielt, was bei uns gleichzusetzen ist mit der Bayernliga. Letztendlich kennt man ja hier sehr wenig Teams, also vielleicht Bayern und 60. Warum dann der ausschlaggebende Grund Karlsfeld? Ja, ich wollte einfach eine Truppe, die richtig gut zusammenhält und wo es gute Jungs gibt und auch ein gutes Niveau. Und das Niveau im Training, das war echt richtig gut. Es hat mir Spaß gemacht. Die haben alle voll mitgezogen, auch wenn es schon die letzten Einheiten vom Jahr waren und im Winter. Aber genau das waren die Gründe. Gab es auch ein bisschen finanziellen Aspekt? Ist ja auch immer wichtig für einen jungen Spieler. Klar, würde man gerne ein bisschen was verdienen nebenher. Vielleicht, dass man die Miete zahlen kann oder so. Aber das war jetzt gar kein ausschlaggebender Grund bei Karlsfeld. Haben sie mir auch klar und deutlich von Anfang an gesagt und bin ich auch zufrieden mit. Jetzt konnten Sie vielleicht schon ein bisschen das Umfeld auch kennenlernen. Was macht den TSV Eintracht Karlsfeld aus? Ich glaube, das ist ein Verein, die setzen sehr auf Kontinuität. Die haben viele Spieler aus den eigenen Reihen auch mit hochgezogen. Relativ wenige Zugänge aus anderen Vereinen. Und ich glaube, die aktuelle Mannschaft ist schon 3 oder 4 Jahre so zusammen. Und das war eigentlich auch sehr ausschlaggebend und ja, finde ich super. Wenn es jetzt läuft für den Verein, dann kann es ja in die Bayernliga gehen. Aktuell steht es ja recht gut. Man ist erster Platz. Auch vor der Saison hat man in der Landesliga immer gesagt, Karlsfeld ist diese Saison eine Mannschaft, die sollte man auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Haben Sie die Mannschaft schon kennengelernt? Ja, eben in den 3 Trainingseinheiten, in denen ich dort war, habe ich die Mannschaft kennengelernt, genau. Welchen Eindruck haben Sie von der Mannschaft? Ja, dass es einfach eine richtig gute Truppe ist. Sie verstehen sich alle gut, die haben Bock zu kicken. Und ja, bei denen läuft es im Moment richtig gut und ich hoffe, in der Rückrunde geht es so weiter. Sie spielten ja jetzt dann noch 6 Jahre lang beim SC Freiburg, also haben ja auch sehr viel NLZ-Erfahrung schon hinter sich. Sie spielt noch mit Kai Eisele zusammen, der ist jetzt vielen vielleicht ein Begriff, ist Torwart beim Halleschen FC in der 3. Liga. Wie prägend war diese Zeit beim SC Freiburg? Ja, sehr prägend auf jeden Fall. Ich bin ja mit 14 dahin gewechselt, dann 2 Jahre lang im Bus immer gependelt, 4-mal die Woche, war ziemlich stressig mit der Schule. Dann mit 16 durfte ich dann ins Internat ziehen, habe dann 4 Jahre noch im Internat gewohnt, in der Fußballschule. Und es war eine geile Zeit auf jeden Fall und die werde ich immer in Erinnerung behalten und auch in guter Erinnerung. Was war denn so bisher Ihr Highlight, so sportlich gesehen? Sportlich gesehen würde ich sagen, die 2 Länderspiele, die ich für die U18-Nationalmannschaft machen durfte. Und wenn man dann spielt und die Hymne singen kann für sein Land, ist schon richtig gut, da kriegt man schon Gänsehaut. Und dann noch der DFB-Junioren-Vereinspokalsieg in Berlin gegen Schalke, wo unter anderem Aulier Sané mitgespielt hat, Thilo Kehrer. Da haben wir im Elfmeterschießen gewonnen in Berlin und wurden dann danach im Olympiastadion geehrt vor dem Pokalfinale der Herren zwischen Dortmund und Bayern. Das war schon richtig geil, ja. Dass Sie jetzt nicht das aktuelle Sportstudio nennen, wundert mich schon. Ja, das Sportstudio war auch ein Highlight, das stimmt. Aber die anderen 2 waren nochmal eine Stufe höher. Klar, das eine ist ja dann irgendwie so ein Mannschaftstitel, auf den man dann, ich sag mal, stolz ist. Und das beim Sportstudio war der Einzeltitel. Sie haben gegen Niklas Süle heute beim FC Bayern an der Torwand antreten dürfen. Wie ist es überhaupt dazu gekommen? Es war so, dass ich ein ganz ordentliches Tor geschossen habe. Mein Verein hat dann das Tor zum ZDF geschickt. Ich habe gar nichts davon gewusst erst. Und dann auf einmal hieß es, ja, die Abstimmung war und nächste Woche bist du im Sportstudio. Ich habe gesagt, ja, okay, cool, dann gehe ich mal dahin und versuche zu gewinnen. Und dann kam es dazu, ja. Was ist es so für ein Gefühl, wenn man sich dann mit so einem Profi messen kann? Ich meine, Niklas Süle ist jetzt auch nicht wirklich klein. Wie war das Gefühl, dass Sie neben ihm stehen durften? Ja, das stimmt. Das war eigentlich ganz witzig, weil ich habe in der Jugend auch noch gegen ihn gespielt ein paar Mal. Okay. Wir haben uns schon noch gekannt auch und deshalb war es jetzt für mich gar nicht so ein großer Unterschied. Und jetzt, das ist jetzt, klar, er hat es richtig geschafft und ist Nationalspieler, aber deshalb war es echt ganz lockere Atmosphäre.
Locker waren Sie dann nicht so ein bisschen aufgeregt, wenn Sie wissen, so, keine Ahnung, wie viele Millionen Zuschauer sich das Sportstudio anschauen, aber wenn die Leute sagen, hier, jetzt schauen mir viele Millionen Leute zu und vielleicht auch noch die Mannschaftskollegen? Ja, das stimmt schon, aber für mich stand eigentlich eher der Spaß im Vordergrund. Ich wollte es einfach genießen und ich glaube, das ist eigentlich immer die beste Herangehensweise, nicht nur jetzt im Fußball, sondern auch überall im Leben. Und so ist auch meine Einstellung eigentlich und ja, es hat ja ganz gut geklappt. Was war das dann so für ein Gefühl, als Sie ihn 2-1 besiegt haben? Ja, es war ein super Gefühl natürlich. Ich habe dann auch 2 Karten gewonnen für das Spiel Dortmund gegen Bayern. Ich war noch nie davor im Dortmund-Stadion und da habe ich mich natürlich richtig drüber gefreut. Vielleicht können Sie mal so ein bisschen erzählen, wie das war, als Sie dann wieder zurückkamen und dann wieder so diesen ganz normalen Alltag dann hatten mit Ihrer Mannschaft. Wie war dann so der Moment, wenn die Leute sagen, hey, da kommt der Pascal, der hat jetzt hier Niklas Süle besiegt im Fernsehen? Ja, natürlich war es witzig. Ich konnte natürlich auch ein paar Sprüche anhören im Training, aber ja, die Jungs sind ja alle locker drauf und haben sich auch für mich gefreut und es war top, ja. Mussten Sie dann nicht irgendwie einen Kasten spendieren oder so? Ja doch, das haben wir schon ausgemacht, alles. Okay. Und wenn Sie verloren hätten, was wäre dann passiert? Oh, das weiß ich gar nicht, aber da hätte ich mir wahrscheinlich noch mehr Sprüche anhören. Aber war bestimmt auch eine schöne Zeit. Vielleicht nehmen Sie uns jetzt mal so ein bisschen mit. Wie läuft denn so ein Abend da ab? Also viele kennen es ja nur so, dann kommt der Gast dahin, jetzt sagen wir mal Jens Lehmann und dann kommt derjenige, der an der Torwand gegen ihn antritt. Aber was genau passiert eigentlich hinter den Kulissen? Haben Sie da auch was mitgekriegt? Ja, das Sportstudio geht um 23 Uhr los meistens und ich glaube, ich war um 20 Uhr dort. Ich konnte auch sogar 3 Kumpels mitnehmen. Und meine Eltern waren auch dabei. Dann sind wir Backstage gegangen und da gab es ein kleines Buffet und was zu essen. Dann haben wir noch ein bisschen Fußball geschaut und irgendwann kam dann Niklas Süle mit seiner Family. Die haben, glaube ich, davor sogar in Mainz gespielt, das weiß ich nicht mehr genau, oder in Frankfurt. Und dann ja, saßen die am Tisch und wir am Tisch und haben ein bisschen geplaudert. Und dann kam auch noch die Moderatorin kam auch noch rein und da haben wir noch ein bisschen geplaudert und ja, dann geht es langsam in den Raum und wird verkabelt, geschminkt, das ist wahrscheinlich nicht so alltäglich, das war schon witzig. Und dann geht es um 23 Uhr los und man wartet dann die ganze Sendung, weil es geht ja bis zum Ende. Und dann hat man seinen 2-3-minütigen Auftritt, versucht die Dinger reinzuhauen und ja, nach dem Sportstudio war dann noch ganz lässige Unterhaltung, man konnte nochmal ein bisschen was essen und ja, dann sind wir wieder gegangen, haben noch ein bisschen gefeiert. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.